Und wir haben die zweite Bosstür damit geöffnet. Also das zweite Siegel entsiegelt. Keine Ahnung, was wir gemacht haben. Wir haben es auf jeden Fall gemacht. Und jetzt muss ich in den Himmel, ja? Sind die verrückt? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Wir öffnen mal ganz kurz noch die Ranken, die hier an der Decke hängen. Moment, wo gehe ich eigentlich gerade hin? Ich möchte nach rechts rausgehen. Weil da nochmal ein Gang im Wald ist. Das heißt, das sollte auf unserem Level sein. Na, das war klug. Na gut, durch den Rückstoßschaden hat es wenigstens die Kugel zerhauen. Damit kann ich eigentlich leben. So, oh, na toll, und das wollte ich eigentlich gerade verhindern. Ich bin durch diesen einen, wir haben den Boss besiegt, so unglaublich gehypt gerade, dass ich gar nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nach so einer langen Pause schaffe. So wie ich auch hier mich beim Rest anstelle, ist es auch ein Wunder, dass ich es geschafft habe. Ich lasse mich jetzt ganz schön oft treffen. Hier, was machst denn du? Wow, übertreib das nicht. Oh nein, blöder kleiner Hirni. Okay, okay. So, wir heilen uns mal langsam hoch. Ich bin dafür, dass wir das komplett überleben und uns komplett hochheilen. Dann in den Himmel gehen und am besten gleich den nächsten Boss besiegen. Den wir natürlich voll besiegen können, weil wir genau wissen, was wir machen müssen. Nicht? Keine Ahnung, was das sein wird. Ich gehe erstmal kurz nach oben. Das scheitert schon am Hochgehen, um Gottes Willen. Das war klug. Okay. Blöd. So. Deinen komischen Oberboss haben wir schon besiegt. Das heißt, der sollte kein Problem mehr darstellen. Lebensmittel! Stacheln und Feuer. Was mache ich eigentlich? Okay, gut. Wir haben noch 23 Lebenspunkte. Ich weiß nicht, was das gerade für eine Aktion von mir sein sollte. Okay, okay, okay. Gut, schön. Jetzt kriegen wir natürlich keine... Ach doch, klar kriegen wir Lebenspunkte. Wir haben die Rune. Oh, das ist gar nicht mal so dumm. Haha, cool. Stimmt. Oh, wir sind unglaublich gut geheilt. Oh, das wird ein guter Run. Wahnsinn, ich kann es kaum glauben. Dafür, dass ich so überfordert bin die ganze Zeit. Okay, schön. Ich gehe mal oben rum. Okay, okay, okay. Vorsichtig, vorsichtig. Blöde Augen. Das ist echt kein Spaß. Den holen wir mal noch. Sage Sword. Okay, schön. Ich möchte bitte... Bleib mal so stehen, dass ich dich hauen kann. Danke. Gut, 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 gut. Alles, alles gut. Schön. Na, oh, ich kann es kaum glauben. Wir sind fast komplett geheilt. Uns sind übelst aufgepumpt mit Geld. So, wie sieht's hier links aus? Links ist noch Ausgang und unten rechts auch. Ich weiß nicht, wo ich lang gehe. Ich glaube, ich bleib beim linken Weg. Ist das gut gewesen? I have no idea. Das war auf jeden Fall, wenn, dann schlecht. So, der ist jetzt mal hinüber. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich mache, aber ich lasse mich gerne treffen. So, vorsichtig. Jetzt werden wir mal ganz geschickt ab. Ah! Geh mal kaputt, danke. Hässlich. Der hier kann auch... warum lasse ich mich eigentlich so oft treffen? Gerne gehen. Und ich frage mich gerade, kriegen wir, wenn wir die durch Rückstoß besiegen, eigentlich auch Lebenspunkte zurück? Weil ich habe mich das dumme Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird. Ich habe nicht aufgepasst, ich kann es euch echt nicht sagen. Wir werden es dann gleich testen. Ich habe keine Ahnung, durch was das Ding kaputt gegangen ist übrigens. Wir nehmen einfach mal hin, dass es weg war. Okay, schade. Da war uns etwas Geld durch die Lappen gegangen. So. Noch ein Trinket. Das überschreibt das andere. Ich will nicht, ich nehme kein Trinket, ich will Helios Blessing behalten. Was aber primär daran liegt, dass ich Angst habe, dass ich Flucht des Igels kriege und das ganze schöne Geld weg ist. Mach erstmal kurz das Auge weg. Sehr schön. So, perfekt. Läuft alles wie geschmiert. Oh, perfekt. Ich kann es kaum glauben. Leute, so gut habe ich mich noch nie angestellt. So, der ist eigentlich auch ganz schön egal. So, perfekt. 13.000. Oh, Leute, wir können uns übelst den kranken Shit kaufen. Das ist echt total... Ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte dafür. Ihr merkt das wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber wir haben auch ein unerlaubtes Glück.
Oh, wir haben wirklich unerlaubtes Glück. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass da nochmal Fleisch lag. Okay. So, und wir müssen jetzt den ganzen Weg nach links. Oh, toll, die wollen mich doch veralbern. Gut, wir machen mal einen kleinen Speed-Up da draus. Jetzt nämlich. Ach halt, Moment, bevor ich weitergehe, ich gehe mal, also wieder zurückgehe, gehe ich doch noch mal kurz hier rein. Ich weiß nämlich noch nicht, was uns hier erwarten mag. Vielleicht ist ja wieder so ein kleines Minigame hier drin. Okay, schön. Es macht mir echt Angst, dass das gerade so übermäßig gut läuft. Okay, Pferde sind also nur ein Block hoch, wie es aussieht. Läuft zumindest gerade wieder, zumindest darauf hinaus. So, perfekt. Schön. Jetzt sind wir wirklich komplett geheilt. Das hätte jetzt nicht für Möglichkeiten. Echt, ohne Spaß. Ah, da kommen wir nicht hoch. Okay. Und die Knochen gehen durch die Decke. Das habe ich auch jetzt, glaube ich, zum ersten Mal richtig mitgeschnitten. So, ihr könnt bitte gehen. Ah, das hat sich gelohnt. Blödes. Ich weiß gar nicht, was das so genau ist. Ich hätte mir vielleicht jetzt den Namen durchlesen können, bevor ich hier Humbug geredet habe. Okay. Aber dank des Fleisches sind wir wieder ganz oben. Das kann ich wieder vergessen, weil ich diesen blöden Zauber nur habe. Nun gut, dann eben nicht. So, und jetzt müssten wir eigentlich. Ach, nach unten geht's noch. Aber da wird bestimmt wieder die Hölle warten auf uns. Und ich glaube, die Hölle ist das vierte Gebiet. Ach nein, da geht's noch gar nicht zur Hölle. Das war gut. Okay, vorsichtig. Perfekt. Halt, Moment. Toll, war nichts drin. Und wir kriegen sogar, wenn die Stacheln uns treffen, Items von denen. Das hätte ich nicht gedacht. So, jetzt sind wir allerdings wieder fast tot. Vielleicht habe ich doch nicht so viel Leben wie anfangs angenommen. So, und ich möchte jetzt dahin. Und möchte dann ganz nach oben. Das kann ja was werden. Wo? Ja, hier genau. Wow. Hier möchte ich bitte nach oben. Hey, Geld. Geld im Nirgendwo. Toll. Und da war noch ein Kronleuchter, den ignoriere ich jetzt. Okay, komm mal hierher. Komm mal hierher. Danke sehr. Die können wir eh nicht zerhauen. Okay. Dann eben nicht. Jetzt kommen wir doch noch dazu, das gesamte Schloss zu machen, habe ich das Gefühl. Bäh. Helios Blessing, ey. Das ist das beste Trinket, was ich haben kann, habe ich das Gefühl. Krank. 14.800. Leute, wir haben knapp 15.000 Geld. Ich glaube, wir hatten wir noch nie. Und dabei war ich bei anderen Runs eigentlich viel besser im Spielgeschehen drin als jetzt. Vielleicht habe ich auch gerade nur unverschämtes Glück. Oder so, mit dem Steuern und Drücken oder sowas. Ich weiß doch auch nicht. Aber das ist gerade echt unglaublich. Das ist wirklich einfach fantastisch. Oh mein Gott. Ich habe zu früh geredet. Das hätte ich nicht tun sollen. So. Und hier war gar nichts für uns drin. Das war wieder eine Niete. Okay, gut, dann eben nicht. Sonderlich viel Weg haben wir jetzt ja nicht. Das Spiel ist jetzt gerade ziemlich linear für uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir sterben so ziemlich gleich als erstes, wenn wir diesen Turm der Maya betreten. Also den Himmel quasi. Ich habe keine Ahnung, warum ich das tue, aber ich mach's einfach. Es ist etwas Genugtuung, wenn da nicht ganz so viele Monster im Turm sind. Ach ja, und jetzt dürfen wir hier hin, ja? Ach, hässlich. Ja, gut, die schießen schon ein bisschen eng gefächerter und ein bisschen stärker. Ach, ist das hässlich. Was kommt denn? Okay, was auch immer das da hinten war. Ja, okay, ich hab dich kommen sehen. Aber bis jetzt? Ich hätte nicht gedacht, dass wir es bis jetzt überhaupt so lange überleben. Ich weiß, das sind erst ein paar Sekunden. Der schießt ja noch. Wie hässlich. Boah, nee. Ja, die schießen alle ein bisschen hochgeflechter. Oh, ist das hässlich. Schießt man nicht so weit. So, der schießt jetzt bestimmt wieder hier nach Herzenslust. Perfekt. Ja, gut, die machen auch so viel Schaden, das können wir nicht einfach wieder hochheilen. Das heißt, ich werde vielleicht in Zukunft die kleinen Monster, was bist du?
Was bist du? Was seid ihr beide? Das ist ganz schön hässlich. Okay. Okay, gut. Ich habe das überlebt. Oh, Hilfe. Holy, sind die fix. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte sagen, ich werde in Zukunft wohl die Monster, also die kleinen Monster unten, aufheben. Und werde die sozusagen als Heilquelle benutzen. Das klingt zwar ziemlich hässlich. Oh, wow, 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 wow. Mir fallen die ganzen Bretter auf den Kopf. Was ist los? Ich habe mir, glaube ich, gerade den Weg nach oben ganz schön zugebaut. Ach, das war blöd. Okay, das war schön. Okay, das war auch schön. Ach nee, das ist nur ein neuer Zauber. Das bringt mir nichts. Den möchte ich jetzt nicht. Dann nehme ich lieber die Sensen. Ach, ich kann nicht nach unten gucken, ne? Das ist echt ganz schön blöd. Im Moment würde ich es mir echt wünschen. Okay, gut. Komm her, komm her, komm her. Okay, das ist... Moment, da oben ist was. Da. Gerade so gesehen. Bounty Rune für den Helm. Natürlich keine Ahnung, was das macht. Mein Adlerauge hat es gesehen. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich schon verpasst habe. Er sagt mir das bestimmt dann im Video hier. Ah, du hast 10.000 Kisten verpasst, du Noob. Sehr gut, okay. Oh, die schießen ja auch ganz schön hässlich. Aber solange sie nicht ihre Richtung währenddessen ändern, ist das eigentlich ganz okay. Oh, nee, da oben gehe ich nie hin. Das sind mir zu viele Geschosse. Was geht denn da? Die sind doch nicht ganz normal. Okay, weg mit dir. Okay. Kritischer Treffer kam zur rechten Zeit. Ich glaube, da hätte es uns nochmal geschossen. Hier, hör mal auf mit deinem Käse. Okay. Nah dran stehen hilft also bei dem... Oh ja, Hulkguard. Aber sonst ist alles okay. Moment mal, ich bin doch blöd. Ich kann das auch von unten machen. Ich glaube, das ist besser. Oh, nee. Ich glaube, das ist... Ah, perfekt. Ganz schön anstrengend, die zu besiegen. Wir sind beim nächsten Boss. Oh mein Gott, Leute, ich habe Angst vor dem. Silversword. Okay, wir haben auf jeden Fall was Schönes gefunden. Eine Jukebox. Yay, cool. Brauchen wir nicht. Gucken wir noch. Hat die gerade gewackelt? Wusstest du doch, dass sie gewackelt hat? Mimik. Wie hässlich. Ich wusste nicht mal, dass es die hier gibt. Was ich jetzt weiß, ist aber... Gut, den Hulk können wir kaputt kloppen. Das ist so unglaublich spannend. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten überbrücke. Oh nee, ach kommt schon, Leute. Ich lock den jetzt bis hier hin. Komm mal hier hin. So, das ist ein bisschen schneller. Zwar nur minimal. Und es ist die übelst bekloppte Strategie gegen die. Aber es ist wenigstens ein kleiner Weg, an den vorbeizukommen. So. Du bist ein gutes Bild, wie es aussieht. Okay. Du bist ein gutes Bild. Du greifst mich nicht von alleine an. Dank. Ja, und hab nur überall oben die Stacheln, damit ich ja nicht drüber hinwegspringen kann. Ich hole mir dann die Kiste, die da hinten ist. Und ich hoffe mal, da ist was Gutes drin. Das soll sich jetzt gelohnt haben. Also nimm nur ein bisschen Geld oder sowas. Entweder richtige Unmengen oder so eine Rune oder eine Waffe oder was weiß ich. Es waren keine Unmengen Geld. Schade eigentlich. Geh weg. Du auch. So, perfekt. Schön, hätten wir das. Und jetzt würde ich sagen, ah, ich will es gar nicht sagen. Aber na gut, wir werden wohl, oder übel, zum Boss gehen. Aha. Vielleicht gehe ich doch nochmal ganz kurz nach oben. Nee, das ist kacke. Ich bleib hier. So. Was ist denn unser nächster Boss? Oh Mist. Ponce de Leon. The Sentinel. Das klingt aber eigentlich ganz schick. Oh ne, dahinter lässt nicht überall ernsthaft Flammen. Ach Gott. Ach du Schande. Und mehr Leben könntet ihr aber auch nicht haben. Oh, oh, oh. Blöder Hund. Ah. Er hinterlässt ihn nicht für immer? Okay, gut, okay. Wir haben eine Chance.
Okay, gut. Hat uns zerhauen. Aber na gut, es war ein Boss. Das ist also vollkommen okay, dass der uns erwischt hat. Wow, das war übelst krass. So weit sind wir noch nie gekommen. Schön. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich schau mal kurz, was wir für Helden kriegen. Wir kriegen Sir McGillery, den zweiten. Wir kriegen Sir Johnny und Sir Lee. Okay, gut, das ist für mich übrigens immer das Signal, damit ich weiß, wenn ich die Helden beim Spielen habe und die sind auch am Ende vom Video, dann habe ich nichts vergessen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Rogue Legacy. Und bis dahin, euer Elig. Bye.